So, wieder ein Food Diary. Ich bin wieder relativ konsequent auf eine Mahlzeit pro Woche und hatte das jetzt mal ja, 2-3 Wochen so gehandhabt, dass ich über im Verlauf von 3-4 Stunden gegessen habe. Und jetzt versuche ich halt tatsächlich in einer Mahlzeit wieder ja, erstens alle Nährstoffe logischerweise zu mir zu nehmen und auch die ganze Energie, die ich brauche pro Tag, und dass der Körper einfach lange Zeit hat, sich um sich selber zu kümmern. Jetzt gibt es hier einen großen Salat und da ist mit allerlei drin, da ist Gurke drin, da ist Paprika drin, Gemüse, da sind Walnüsse drin, als nicht optimale Omega-3-Fettsäurequelle, aber wie gesagt, man muss ja nicht jeden Tag da genau drauf achten. Insgesamt sollte das alles stimmen. Ja, Pilze sind noch drin, Oliven sind drin, ja, kein Öl, auch kein Dressing in irgendeiner Form, sondern ich habe nur Essig reingetan. Und ansonsten Salz, Pfeffer, Essig und der Rest ist einfach frisches Gemüse. So, heute ist mein Mahl des Tages, auch wieder ein großer Salat. Heute sind auch gegrillte Auberginen drin, die gab es heute im Angebot. Das Kilo 99 Cent, da habe ich mir 2 große Auberginen für 50 Cent geleistet. Dazu halt Kohl, Kohl ist immer gut, egal welcher Kohl. Dann, wie ihr selber seht, Oliven, Tomaten, Gurken sind drin, dann gekeimter Buchweizen ist drin, Porree und auch roh. Viele sagen, man kann Porree nicht roh essen, das ist Unsinn, ne? Könnt ihr roh essen. Genau, das dürfte es gewesen sein. Dann noch ein bisschen gerebelter Basilikum, Salz und Pfeffer, kein Öl, aber auch hier wieder ein Schuss Essig, weil, naja, ich bin mir nicht so sicher, ob Essig ungesund ist, da wenn mein Wasserkefir quasi der gesund ist, wenn der lange steht, wird es Essig. Von daher, ja, bin ich einfach mal, ja, schaue ich einfach mal, wie das mir, ob das mir gut tut. Und danach gibt es noch eine Honigmelone. Die liegt noch im Kühlschrank, die schneide ich danach auf und die gibt es dann auch. So, jetzt Tag 3 der Woche. Jetzt ist es ungefähr 16 Uhr. Gibt meine erste und einzige Mahlzeit, ein großer Salat. Hier mit Wildreis. Der ist nicht gekocht, sondern der ist einfach nur eingelegt in Wasser für 3 bis 4 Tage. Und ich habe mir auch sagen lassen, es ist trotzdem keine Rohkostqualität, weil der Reis, das ist ja eine Art Gras, wird trotzdem irgendwie geröstet. Aber ja, mir schmeckt der einfach so körnig am besten und ich habe halt irgendwie eine Aversion gegen das Kochen entwickelt. Und von daher ja, habe ich jetzt hier den Wildreis mit dazu getan. Dazu noch den Rest von gestern, ich habe es nicht ganz geschafft. Und ein paar frische Tomaten, ein paar frische Pilze, noch ein paar Möhren, die ich gerettet habe von Containern. Und ja, und dann gibt es noch auch wie gestern eine Honigmelone. Und das ist eigentlich eine gute Kombination, hat sich gestern gut bewährt. Eventuell danach, wenn ich noch Hunger habe, noch 2-3 Bananen. Ja, das entscheidet sich dann von Fall zu Fall. Aber ansonsten ist das erstmal genug. Und heute gibt es einen Pilz- und Grünsalat. Ja, ohne alles, wird einfach nur ein bisschen zusammengerührt und genau, und noch ein Netz Orangen und das ist dann mein Mahl des Tages heute. Hier ist neben dem Salat auch noch eine Gurke drin, Zucchini, Tomate und das ist glaube ich gewesen. Genau, puristisch heute mal. So, jetzt bin ich beim Rohkostpendler hier in Dresden und das ist sozusagen jetzt meine Mittagsmahlzeit von allem, was würde ich sagen. So, heute, tags drauf, ist ein Sonntag. Auch wieder Potluck. Und ja, können wir machen. Und jetzt gibt es auch wieder Buffet und sozusagen Sonntagsessen. Von mir Aussicht. Yeah. So, heute Morgen hat mein Körper richtig Hunger. Also das, was wir unter Hunger verstehen, dass der Magen ein bisschen krummelt. Und ja, deswegen gibt es heute Morgen einen Smoothie. Der ist mit allerlei Obst, mit viel Pulver, was ich noch rumstehen habe, so Gerstengraspulver, dann habe ich natürlich noch Reishi-Pilzpulver und auch Magnesium drin. Und, ja, und dann habe ich jetzt halb ausgetrunken. Jetzt kommt das mal in den Kühlschrank und ja, und gegen Mittag werde ich dann sicherlich dann noch den Rest trinken. Ja, heute wird kein Mono-Mahlzeitentag. Ich esse jetzt hier Feigen. So, jetzt gibt's Tomaten mit Oliven, die mit Knoblauchstückchen gespickt sind. Geheimtipp für alle diejenigen, die gerne Blumenkohl gegessen haben und nun in der Rohkost an den rohen Blumenkohl nicht ganz so rankommen. Das hier ist gefrorener Blumenkohl, der aufgeweicht ist. Der ist immer noch Rohkostqualität, könnte man sagen. Er hat natürlich ein bisschen an Vitamin eingebüßt, aber wie viel genau, das wisst ihr ja. Ich habe ein Video gemacht über den Vitaminverlust bei gefrorenen Obst und Gemüse. Aber wenn ihr den jetzt hier esst, die Konsistenz, das ist quasi wie, kann man sagen, gekochter Blumenkohl, ist allerdings nicht erhitzt, sondern halt eben wirklich nur sehr, sehr kalt,
gewesen und dadurch ein paar Vitamine verloren über die Zeit. Aber Mineralstoffe und so weiter, das sind ja alle noch komplett drin. Und ja, so ein kleiner Tipp. Und auch so ein Kilo Blumenkohl gibt es jetzt bei mir. Und jetzt gibt es eine Honigmelone und ein paar Paranüsse habe ich jetzt auch zwischendurch gegessen. So, jetzt gibt es eine Smoothie Bowl mit allen möglichen Obst und Gemüse, aber viel mehr Obst als Gemüse und gekeimten Buchweizen, Datteln, noch drauf Äpfel. Einfach richtig, richtig energiereiche Mahlzeit.